Und Tag 5 beginnt. Der Pfad blockiert, die Wahrheit war verweigert. Die weiße Fahne schwenkte. Rückgang verlangte alles. Und alles, das ich trotze. Oh je, da wird aber jemand gleich erklären müssen, warum er erst jetzt nach Hause kommt oder schon nach Hause kommt. Are you okay, Gabriel? Sure. Great. Why? I'm worried about you. If I were any better, Grace, I'd be dead. Now what's up? You got another package this morning, overnight from Germany. I was expecting that. Where is it? Well, it kind of came open, but I salvaged the contents. There was a letter from your great uncle Wolfgang and a journal. The package just came open, huh? How'd you like the journal? Someone has to look after you. You're in trouble, in case you didn't know it. Yeah, you've been reading my horoscope again, haven't you, Grace? Just read the journal carefully, Gabriel. Please. I got it. St. George's books. Oh, Professor Hartridge. I'm glad you called. Did you? Oh, you did. You did. Oh, wait. Slow down. They agree. Really? You think that's them? Well, you're within a wheel. Ogunbad agree, huh? Well, that does sound like it. Dambala, the snake. That's the wavy pattern at the bottom. Okay. The 1791 slave revolt in Santo Domingo? Well, why would the Veve show up there? Uh-huh. Okay, okay, okay. Look, I'll come over as soon as I can, okay? Relax, Professor. I'm excited too, but you're gonna give yourself a heart attack. Okay. Thanks. See ya. I wish you'd tell me what's going on. I swear you're gonna step into a hole you may never get out of. Don't look so worried. No one knows what I'm doing. I'm perfectly safe, and I'm getting some great stuff for the book. Besides, there's something about all this. My dreams. What about your dreams? Oh, nothing. I'll be careful. I promise. We got that book you ordered in this morning. The one on rhododrons. Really? Great. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Episode von Gabriel Knight, Sins of the Fathers. Ja, wir haben jetzt von Grace einiges Interessantes erhalten, das wir uns gleich mal zu Gemüte führen werden. Ah, aber zuerst die tägliche Routine bzw. das tägliche Ritual des Zeitungslesens. Times dated June 22nd, 1993. Disgusted with the state of the voodoo murder case, Gabriel turns right to his horoscope. The shadow upon you is no longer reversible. Wonderful. Wird ja von Tag zu Tag besser. Wirklich. Na gut. Dixieland Dews Dance Festival. Nächste Woche findet in New Orleans die 15. Veranstaltung des Dixieland Dews Jazz Festivals statt. Es zelebriert jährlich in unserer Stadt die Jazzmusik. Musikanten werden uns ganztägig in verschiedenen Orten, inklusive auf der Bourbon Street, kostenlos mit ihrem Talent unterhalten. Diverse Lokale und Kneipenräume dafür auch Platz. Das volle Programm finden Sie unter Veranstaltungen vor Ort in unserer Zeitung. Naja, heute nicht sehr informativ bezüglich der Fälle oder des Falls, an dem wir arbeiten. Dann
schauen wir uns mal die Sachen an, die wir bekommen haben. Zum einen das Radarbuch und zum anderen das Tagebuch und den Brief. The book contains several pages of radar drum codes. Okay, das heißt, mit diesem Buch können wir dann zukünftig dann den Code entschlüsseln. Schauen wir mal. Dann lesen wir uns mal den Brief durch. Wolfgang's letter says, Dear Gabriel, please read the enclosed journal carefully. It might help you understand your family's special obligations and our current predicament. God be with you. Uncle Wolfgang. Ja, danke für diese erhellenden und einführenden Worte, Onkel Wolfgang. Gabriel reads through the pages Wolfgang marked. He reads of Gunther Ritter's journey to Charleston as a witch hunter, hired by the townsmen to solve a series of ritualistic murders. He reads about Gunther's meeting with the beautiful slave woman, Tetelo, and of Gunther's tormenting urges for her. Paul bastard. He reads of their physical union and passion, and of Gunther's investigation into the murders. The victims were all crew members on a certain slaving expedition to Africa, it seems. The second to the last entry describes Gunther's plan to set a trap for the coven committing the murders. He'd found a name on one of the surviving members of the crew, a man now living in the West Indies. Gunther has spread a false rumor that the man is returning to Charleston. He himself will impersonate a sailor and allow himself to fall into the hands of the coven. Naturally, Gunther has arranged for able-bodied assistants to follow and attack the coven before they can do him harm. Ballsy son of a bitch, wasn't he? Gabriel turns to the final entry of the journal. Gunther Knights. Letzten Fall gibt es, also in dem Comic, also in diesem Spiel gibt es quasi einen Comic, der den letzten Fall von Gunther beschreibt. Aber lesen wir erstmal, was hier steht. Lieber Vater, ich schreibe diese Worte als unzureichende Entschuldigung für den Schaden, den ich unserem heiligen Orden angetan habe. Tetelo, die Frau, von der ich berichtete, ist eine Hexe. Ich habe schwere Verbrechen begangen. Ich liebe diese Hexe, aber habe sie betrogen. Mit der Macht unseres Familienordens habe ich sie befreit und ihr geholfen, die Kolonien zu vernichten. Der Talisman ist verschwunden. Tetelo nahm ihn. Ich kann nur für deine Verzeihung bitten und bete, dass du den Talisman schnell wiedererlangen kannst und dass mein Leiden in der Hölle lange und grausam ist. Dein Sohn... Gunther. Ja, sehr, ich weiß nicht, romantisch, was auch immer. Get the hell out of here. The figure outside does not respond. Gut, das ist nicht gut, muss ich sagen. Kurz mit Grace gequatscht, ob es was Neues bei ihr gibt. Nein, nichts Wichtiges. Dann machen wir uns auf den Weg zum Professor. Und hier müssen wir auch nochmal hin. Den haben wir ja gestern nach einer für mich doch langen Suche entdeckt. So, ins Büro? Ja, ins Büro. Wow, hier sieht's ja richtig hey, ordentlich aus. Das ist nicht gut. Partridge? Der ist tot. Ah. Oh Gott, not again. Scheiße. Okay, eines Concept Art. Vorher, nachher, ein Interview, das wir jetzt lesen könnten, aber nicht lesen werden. Noch ein Bild und noch ein Bild von einem Dolch. Gut. Dann machen wir uns mal dran, den Tatort zu untersuchen.
There's nothing of interest in the wastebasket. The filing cabinet is locked. Gabriel fights the urge to give the globe a spin. Der Schreibtisch untersuchen. This is a crime scene. Gabriel wants to disturb it as little as possible. Whatever Hartridge may have learned, he can't share it with Gabriel now, at least not vocally. Das ist überhaupt nicht gut. That would be up to the coroner. Aber irgendwas müssen wir doch tun. I'm not touching that body. He's looked better. Irgendwas muss uns doch hier verraten, was er herausgefunden hat. Gabriel's seen enough old books to last a lifetime. Gabriel doesn't feel comfortable sitting around here under the circumstances. Das gibt's doch nicht. Überhaupt nichts, das uns hilft. Gabriel doesn't want. The squatter grins maliciously at Gabriel. Gabriel doesn't feel comfortable sitting around here under the circumstances. This is a crime scene. Nein, anscheinend gibt's hier wirklich überhaupt nichts zu finden. Und am besten. Before leaving the university, Gabriel notifies campus security about Hartridge's body. Wow. Und jetzt? Und jetzt machen wir es auf zu dieser Wohnung von Moonbeam. Sie ist, glaube ich, jetzt eine Voodoo-Priesterin, Tante, was auch immer. Welcome, Seeker. You must be the one Dr. John called me about. I guess so. My name is... Wait! Gabriel Knight. You're too quick for me. Actually, Dr. John told me. You have come to the right place, Mr. Knight. Tell me how I can help. Das ist noch der gerade... Durch diesen Schock gerade eben noch ein bisschen pervers, wie ruhig das Ganze jetzt wieder ist. Ja, hier das schöne Vorher-Nachher-Bild. Gut, da haben wir diese Tetelo, von dem wir gelesen haben. Aha. Ah, wahrscheinlich war diese Tetelo die Frau, die zu Beginn im Intro verbrannt ist. Early Mockup. Okay. Asteloa Bastel. Could I ask you a few questions? Of course, Seeker. Jetzt bin ich gespannt, was sie mir so erzählen kann. What's the significance of St. John's Eve? St. John's Eve? It is the greatest night of the voodoo year. There is always a traditional conclave on St. John's Eve. Most of our voodoo churches these days hold functions in the church hall. But in the old days, they had ceremonies out in the wild. They wore animal masks and had a huge bonfire and dancing. I used to go when I was an apprentice. Sometimes in the swamp, you know, Bayou St. John. Sometimes at the lake, Lake Pontchartrain. Interessant. Sehr interessant. Dr. John tells me you're a voodoo practitioner of some kind. Yes, I'm a voodooian, a voodoo priestess. Give me an example of gree-gree. All right, here's an old one. Take a lodestone and some brimstone to a crossroads at midnight. Light the brimstone with a match. A spirit will come and give you advice in gambling. Verstehe, ja,
Was genau sollen wir jetzt hier noch so in Erfahrung bringen? Das war das Einzige, was wirklich wichtig zum Reden gewesen wäre. Ah, frag die Lower-Maschine, das war doch... Moment. A large, sluggish snake rests on the floor of the fancy bird cage. Apparently, Magentia is not a fastidious housekeeper. A shed skin shares the cage with its original owner. Ob wir uns da eine Schuppe organisieren können, um herauszufinden, ob da eine Schuppe von dem Mordschauplatz runtergefallen ist von dieser Schlange? Magentia's snake looks a little sickly. But Gabriel would still rather not stick his hand in the cage. Ja, okay. Aber diese Fraktilor-Maschine war doch gerade in den, ja, Dingen hier, also hier in diesem Bonusmaterial zu sehen. Also wird die was zu bedeuten haben. It's impolite to mess with other people's stuff. Gabriel should wait until he's asked. There's a chest in the corner that looks like a carnival machine. Okay, wir müssen uns irgendwie Zugang zu der Maschine verschaffen. Hm. Ja, vielleicht ist dieser Voodoo-Code ja benutzbar dafür. Do these symbols mean anything to you? Ah, the Voodoo Code. It is very secret, yes? I studied it with my mentor, the great Queen Tabitha. Really? Great. Can you tell me what it says? I'm afraid I could never translate this code for an outsider such as yourself, Monsieur Knight. Müssen wir jetzt konvertieren, damit du uns Antworten gibst? Oder einfach den Schlangenreif hinzeigen? Does this mean anything to you? It's beautiful. I love it. Have you ever seen anything like this before? No, but if you know where I can buy one. Sorry, it would be rather hard to find one these days. Oh, well, so be it. Was können wir noch zeigen? Does this mean anything to you? Hmm. These are magical symbols. Deep magic. Really? Have you seen them before? No. And how do you know they're magic symbols? Seeker, my eyes are unveiled to see truly that which is in front of me. Uh-huh. Thanks, tons. Ja. Wenn du meinst... Was können wir dir noch zeigen? Das Flugblatt, was stand da eigentlich drauf? That doesn't work that way. Ja, gut, danke. Gabriel can't see a way to you. Die Krokodilmaske vielleicht. Do you know anything about animal masks? Yes, but we don't use those anymore. Verstehe. Since Magentia has a snake, it might be best not to discuss the snake scales with her. Gut, was können wir noch mit dir bereden? It's not that easy to get a message from the crystal ball. A large crystal ball is prominently displayed. She's really not my type. Magentia Moonbeam is wrapped in gauze and silks. She looks vaguely mysterious and mysteriously vague. Verstehe. There's a chest in the corner that... Gabriel figures that many men have picked up things in Magentia's parlor, but he'd rather not. So Leute, das war's dann auch schon wieder leider für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid, wenn es mit Gabriel Knight Sins of the Fathers weitergeht. Ich würde mich freuen, wenn es so wäre.
Und ja, dann bleibt mir an sich nur noch das allgemeine Endcard-Blabla von mir zu geben. Wenn es euch gefallen hat, wäre ein Daumen hoch wunderbar. Ein Kommentar, was euch nicht gefallen hat oder was ich besser machen könnte, wäre auch ganz toll. Oder Lob. Lob ist immer gut, da freue ich mich jedes Mal drüber. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt von mir, abonniert einfach den Kanal. Sonst noch irgendwas? Ja genau, ihr findet mich auch noch auf den gängigen sozialen Netzwerken, Facebook, Twitter und. Und ja, das wär's im Großen und Ganzen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, wenn ihr wieder einschaltet.